Oh, jetzt brichst du ab. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, aber ich sehe dich nicht Ach, mehr. das ist ja ärgerlich, wenn das heute den ganzen Tag passiert. Ja, aber ich höre dich ganz, erzähle ich dich auch wieder? Stefanie, ich höre Und dich nicht. ich. Ah, okay, schade, weil ich habe dich die ganze Zeit. Ich höre dich doch. Okay, ich breche noch mal ab. Okay, ich breche auch ab. Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig. Vibes, Bilder von Bitches und Queens. Ich bin hier unter einem Wäscheständer in Bad Ischl. Genieße ein, zwei Tage im Unter Schnee. Wäscheständer. Eigentlich muss ich da echt mal, warte, ich mache mal schnell einen Screenshot, weil das schaut ja eigentlich wirklich zu professionell schaut das aus. Mal schauen, vielleicht werden wir den, vielleicht seht ihr den bald auf Insta. Ich habe hier kein professionelles Tonstudio, daher habe ich versucht, mir irgendwie einen schalldichten Raum zu basteln. Und bist du kreativ geworden. Genau, habe einfach den Wäscheständer meiner Mutter jetzt zweckentfremdet und ein paar Decken drüber gelegt und hoffe, dass man mich so halbwegs gut hören kann, denn die meisten unserer ZuhörerInnen wissen schon, was los ist. Heute bin ich wieder dran. Genau, dann erzähle ich gleich den Hörerinnen, wer wir sind und was wir hier so tun. Wir sind die Vibesbilder und alle zwei Wochen erzählt die eine der anderen eine Frauenbiografie aus der Geschichte. Die sie erzählt bekommt, weiß nicht, um wen es sich handeln wird und ist dann ganz überrascht, was die andere recherchiert hat. Und heute lasse ich mich eben überraschen. Und im zweiten Teil dann werden wir gemeinsam über ein Thema plaudern, das wir beide recherchiert haben, das in irgendeinem Zusammenhang mit der Biografie davor steht. Es bleibt mir eigentlich nur noch kurz, meine wunderschöne, wahnsinnig tolle Gesprächspartnerin vorzustellen, die übrigens im Jänner Geburtstag hatte. Alles Gute nochmal im Nachhinein. Danke dir, danke dir. Ich habe ihr auf Instagram einen Liebesbrief hinterlassen, sozusagen. Ja, der war wunderschön. Der hat mich ja fast zu Tränen gerührt. Das kannst du jetzt gar nicht mehr toppen hier. Aber ich stelle sie gerne nochmal vor. Mir gegenüber sitzt die wahnsinnig talentierte, humorvolle, begabte, passionierte und ambitionierte junge Frau. Stefanie. Hallo, das bin ich. Bist du deppert, ist scharf. Genau, und mir gegenüber sitzt eine strahlende, einnehmende, Herzen im Sturm erobernde, intelligente, witty, schlagfertige, freche und umwerfend attraktive junge Frau. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kann ja gar nicht weiterreden, wenn du mich so zum Erröten bringst. Na, wenn du nicht weiterreden kannst, dann war's das jetzt mit der Folge. Ja, das war's jetzt mit der Folge. Von euch. Genau. Und lasst es euch gut gehen. Und tschüss. Widerliche Weibsbilder. So, jetzt werden wir langsam mal ernst nehmen, die Ernsthaftigkeit dieser Situation wahr und beginnen mit der eigentlichen Arbeit und spannen unsere ZuhörerInnen nicht zu lange auf die Folter, so sie sich nicht eh schon längst weggeschalten haben mit unseren ganzen Blödsinnigkeiten. Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Everstochter. Wir beginnen unsere heutige Reise mal wieder in Europa, 1899. Und zwar in der heutigen Hauptstadt Lettlands, Riga, damals noch das russische Kaiserreich bis 1917. Mhm. In Riga, 1899, erblickt ein Mädchen namens Eugenie Peterson, Tochter des schwedischen Bankers Vasili Peterson, und der Aristokratin Alexandra Vasiljevna Labunskaja das Licht der Welt. Sie hat also schon mal ganz gute Karten. Mhm, ja. Noch. Über ihre Kindheit habe ich nicht allzu viel herausgefunden, jedoch, dass sich ein Wunsch herauskristallisiert. Und zwar, dass ihr mit 15 Jahren ein gewisses Buch in die Hände fällt. Dazu später mehr. Die Bibel. Guter Tipp. Und dass sie wie ihre Mutter auch Schauspielerin werden möchte. Mhm. Nachvollziehbar, würde ich sagen.
Dafür geht sie nach Moskau, um dort die Schauspielschule zu besuchen. Ich überlege die ganze Zeit, wer könnte das sein? Eugenie Peterson sagt dir nichts. Sagt mir noch nichts. Ich denke mal, sie wird noch einen Künstlerinnennamen haben irgendwann. Oh, da denkt jemand mit. Alter. So, wir nutzen die verstaubten spinnendurchfluteten Zellen unseres Gehirns und erinnern uns vage an den Geschichtsunterricht zurück. Denn was passiert 1917 in Russland? Die Zarenfamilie wird entmachtet. Ganz Revolution. Genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Die Stefanie hat natürlich alles im Kopf. Also Lenin und seine kommunistischen Bolschewiken wollen das Zarentum stürzen und eine Diktatur des Proletariats. Mhm. Sie sind also nicht gerade die größten Fans von der adelig geborenen Eugenie und ihrer Mutter Alejandra. Mhm. 1920 wendet sich daher das Blatt. Sie flieht mit ihrer Mutter vor den Bolschewiken. Zuerst zurück nach Lettland, dann weiter nach Polen, bis sie nach Deutschland kommt. Mhm. Und zwar nach Berlin, wo sie eine Zeit mit einer Theatertruppe als Schauspielerin und Tänzerin arbeiten und durch Europa reisen kann. Zurück zu dem Buch, das sie mit 15 beeindruckt haben soll. Der Titel 14 Lessons of Yogi Philosophy and Oriental Occultism von Ramaharaka, geboren William Walker Atkinson. Ah. Ramaharaka war ein Anwalt, der seine Praxis hinter sich ließ, um sich dem religiösen New Thought Movement anzuschließen. Und ein weiteres Buch, das sie liest und das sie nicht loslässt, ist eine Gedichtesammlung von dem indischen Poeten Rabindranath Tagore. Entschuldigung nochmal, falls ich hier die Namen alle butchern sollte. Du machst es dir aber auch immer schwer mit den Namen, das muss man jetzt auch mal lobend erwähnen hier. Mittlerweile ist sie nun also schwerstens Indien begeistert und schwört sich da einmal hinzureisen. Mhm. Ein paar Reisen hat sie ja schon mitgemacht. 1926 erfährt sie von einem theosophischen Kongress in den Niederlanden und entscheidet sich, diesen zu besuchen. Weißt du denn, was theosophisch oder Theosophie bedeutet? Denn ich kannte den Begriff bisher eigentlich noch nicht. Mit Theo und Sophisch irgendwas mit doch auch Religiöses? Genau, also vor allem Theo und Sophisch zusammengemischt. Das Wort Theosophie, griechisch also göttliche Weisheit, entsteht wahrscheinlich auch aus den Wörtern Theologie und Philosophie miteinander vermischt und ist eine Sammelbezeichnung für mystisch-religiöse und spekulativ-naturphilosophische Denkansätze, die die Welt pantheistisch als Entwicklung Gottes auffasst, alles Wissen direkt auf Gott bezieht und in dieser Verbindung Gott oder das Göttliche auf einem Weg intuitiver Schauung unmittelbar zu erfahren trachtet. Das ist jetzt die Wikipedia-Beschreibung. Also es bedeutet quasi, dass Gott und Natur eine Einheit sind. Also die Natur und die Welt ist bereits das Göttliche sozusagen. Und nur durchs Erfahren und durchs Anschauen genau, entsteht diese philosophische Richtung. Mhm. Eine theosophische Idee also, die bei ihr auf fruchtbaren Boden trifft und sie auf jeden Fall interessiert. Sie fährt jetzt zu diesem Kongress, von dem sie erfahren hat, nach Holland und dort trifft sie Chido Krishna Murti, der dort in Sanskrit meditiert. Ui. Das ist, wie man sich vielleicht vom Namen her denken kann, auch ein Guru, ein Philosoph, ein Poet und Yogameister. Eine Quelle besagt, dieser Kongress sei für sie lebensverändernd gewesen. Ein paar andere Quellen sagen, es wären die vorhin erwähnten Gedichte, die ihr Leben in eine bestimmte Richtung einschlagen haben lassen. Sie will nach Indien, koste es, was es wolle. 1927 hat ein reicher Banker um ihre Hand angehalten. Und unsere Bitch Queen denkt sich jetzt, cool, der hat Geld, damit kann ich mir das wahrscheinlich auch ermöglichen, nach Indien zu fahren. Sie stellt dem jetzt ein Ultimatum und sagt, ja, aber nur wenn du für mich eine Reise nach Indien bezahlst.
Mhm. Ja, ich denke mir, sie hat es wahrscheinlich ein bisschen verführerischer und überzeugender gesagt. Ich fand dich auch sehr verführerisch, wie du es jetzt gesagt hast, Vero. Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Also er geht diesen Deal ein, sie fährt endlich in ihr heißgeliebtes Indien und bleibt gleich mal 3 Monate lang dort. Als sie wieder zurückkommt und er sie fragt, und was ist jetzt? Heiraten wir? Schmeißt sie ihm den Verlobungsring quasi wieder vor die Füße und sagt, ich kann hier nicht bleiben, mein Platz ist in Indien. Ja, siehst, er ist kein guter Verhandler, man muss immer zuerst Butter bei die Fische, erst heiraten, dann Hochzeitsreise oder so. Wäre viel schlauer gewesen. Ja. Na gut. Sie verkauft jetzt ihr restliches Hab und Gut, um wieder zurückzugehen und dort Fuß zu fassen. Mutig ist das schon, würde ich sagen. Das Fußfassen gelingt ihr auch, und zwar in Bollywood. Ui, na schau, das findet sie wieder toll, die Stefanie. Ja. Wo sie wieder als Schauspielerin und Tänzerin ihr Geld verdient. Dort nimmt sie den Künstlernamen Indra Devi an, um indischer zu klingen, unter welchem man sie auch heute noch kennt. Ja, ich dachte, jetzt geht sie irgendwie in die Tschechow-Richtung oder so und ist da irgendwie bei diesen Moskauer Theaterschulen dabei. Dann ist sie nach Deutschland. Dann dachte ich, vielleicht dann doch eine deutsche Filmdiva oder so. Aber dass sie jetzt dann nochmal den Haken über die Niederlande nach Indien schlägt, damit konnte ich ja wohl nicht rechnen. Nicht ganz ist sie die tschechowische Anhängerin geworden. Wie gesagt, sie hat jetzt diesen Künstlernamen Indra Devi angenommen, um indischer zu klingen. In Bombay lernt sie den tschechoslowakischen Diplomaten Jan Strakati kennen. Ja, hallo, schöne Frau. Der auch um ihre Hand anhält. Den heiratet sie aber auch wirklich. Und zwar 1930 im zarten Alter von 31 Jahren. Ich habe ihre Filme leider nicht finden können, weil sie auf IMDb auch nur mal mit einer Doku eingetragen ist. Aber eine deutsche Webseite meint, man spüre bei ihrem Schauspiel eine Sehnsucht, die auch zeitgeistbeschreibend ist. Aufgerissene Augen, fiebriger Blick und hängende Ringen für ein bewussteres Leben. Der Job nimmt sie auch irgendwo stark mit. Sie zeigt körperliche Schwäche. Möglicherweise würde man heute zu ihrer damaligen psychischen Verfassung Burnout sagen und das als Burnout bezeichnen. Mhm. Sie war ja nicht nur ein Bollywood-Filmstar, sondern auch Frau eines Diplomaten, der sie ständig zu allen möglichen Events mitgenommen hatte. Und sie war ja nicht uninteressiert. Sie hatte durch ihn den Maharaja von Mysore kennengelernt. Sie wurde auf Feste, Bankette, Bälle, Pferderennen und so weiter mitgenommen und wollte auch immer Menschen aus allen Berufsgruppen, aus allen indischen Kasten treffen. Sie freundete sich unter anderem mit Rabindranath Tagore, also den Poeten, den sie so wunderbar fand, Jawaharlal Nehru und Mahatma Gandhi an. Ah. Also zieht weite, wichtige Kreise da ihre Ehe zu Jan. Ihr Ehemann Jan wusste zwar merklich, dass sie sich nicht an soziale Konventionen gehalten hat, war da aber auch ziemlich verständnisvoll. Ich glaube, die Frau war einfach auch ein Wirbelwind. Jetzt kommt es aber eben dazu, dass ihr dieser Lebensstil zusetzt und sie unter Schmerzen, Stechen in der Brust leidet. 4 Jahre lang hat sie versucht, das zu behandeln, vermutlich auch medikamentös zu unterstützen, aber der Druck auf ihrer Brust blieb unverändert. Ein Freund von ihr riet ihr darauf hin, sie solle es mit Yoga ausprobieren. Damals eine sehr verrückte Idee. Der Maharaja, den wirklich? Okay. Ja. wirst du schon erfahren. Der Maharaja, den ich vorhin erwähnt habe, der hatte in seinem Palast eine Yogaschule, wo der berühmte Sri Tirumalai Krishna Macharaya unterrichtete. Sie wandte sich an ihn und fragte, ob sie an seinem Unterricht teilhaben durfte. Krishna Macharaya lehnte ihre Anfrage aber ab. Er könne, Zitat,
unmöglich eine Frau unterrichten, schon gar nicht eine westliche Ausländerin. Mansplaining. Ah, okay. Mhm. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war es nämlich nur männlichen jungen Indern, dünne, stark bewegliche Teenager, möglich, Yoga auszuüben. Ah, okay. Wusste man auch nicht, oder? Kann man sich heute fast gar nicht denken. Kann man sich gar nicht vorstellen. Yoga durfte nur von männlichen jungen Indern ausgeübt werden. Die Lehren des Yoga waren ein gut verdecktes, mündlich weitergetragenes Geheimnis. Wie gibt es dann, dass die Yoga-Klassen heute mit Frauen gefüllt sind, fragen wir uns. Das haben wir unserer Bitch Queen zu verdanken. Ah, wie cool. Indra Devi lässt sich nicht abwimmeln, weil sie endlich ein Heilmittel gegen ihre Schmerzen haben will. Und sie hat sich auch schon ein Bild ausgemalt, was denn Yoga alles beinhalten könnte. Sie lässt ein bisschen das Vitamin B spielen und geht zum Maharaja, der den Krishna Maharaja letztlich überzeugen kann, dass sie die erste weibliche Yogaschülerin in seinem Unterricht wird. Der hätte sich früher keine traut. Dieser ist anfangs auch recht widerwillig und lässt für ihren schwachen weiblichen Körper auch keine Ausnahmen gelten. Weil sie sich aber so reinstürzt und alles genauso mitmacht wie die Teenager-Burschis, wird er schon nach und nach immer mehr impressed, beeindruckt. Was mit ein paar Stunden gegen Brustschmerzen beginnen soll, artet in ein Lehrprogramm aus, das auch Einzelunterricht beinhaltet, sowie diätische und lebensstilistische Vorgaben. Denn anders als viele heute denken, ist Yoga weniger ein Gymnastikunterricht als eine Lebensphilosophie. Ich hole mal kurz unser Quiz zurück, liebe Stefanie. Ja. Ja. Der Herr braucht ein hübsches Kopf und nicht anstrengen. Die Frauen, sie brauchen immer ein bisschen länger, bis sie es verstehen. Welche der folgenden Produkte schließt sie aus ihrer Diät aus? A. Kaffee, B. Reis, C. Zucker, D. Mehl. Nur eins davon oder Mehrfachnennung möglich? Alle. Ach, man kann dich einfach nicht austricksen. Ja. Also, Fangfrage, all of the above. Ich glaube, ich mache keine Tests mehr für dich. Du bist mir zu klug. Die ist lärmend, finde ich super. Also, sie darf keinen Kaffee, keinen Tee, keinen weißen Reis, keinen weißen Zucker, kein weißes Mehl und auch kein Fleisch essen. Außerdem dürfte sie keinen Ofen nutzen, der sie wärmt. Und sie musste diszipliniert täglich mehrere Stunden praktizieren. Also mehrere Challenges auf einmal, wo sie ständig mit jungen Männern verglichen wird. Aber jede einzelne dieser Aufgaben übersteht und sie übersteht sie sogar meisterhaft. Mhm. Ich habe an dieser Stelle so ein bisschen an Mulan denken müssen, oder? Was sagst du? Ja. Jeder wird hier zum Mann, sogar du. Ja. Szene, schöne Filmszene, die man sich hier ausdenken kann, wo sie die ganzen Challenges bewältigen muss und sich mit den Männern vergleicht. Ja. Die kann sich auch in einem Disney-Soundtrack drunter vorstellen. Genau. Indra ist voller Leidenschaft dabei, lässt ihren alten Lebensstil komplett hinter sich. Schmerzen sind weg und nach einem Jahr sagt die Lehrer zu ihr: Weißt was, Dirndl? Du bist bereit und du solltest selbst Yoga-Lehrerin werden und meine Lehren in die Welt hinaustragen. Oh, was für eine Ehre. Genau, also wie Stefanie das vorhin schon erraten hat, ist sie quasi so die Wegbereiterin oder soll sie zumindest werden und lässt das Schauspiel jetzt hinter sich und möchte Yoga unterrichten. Ein Zitat von ihrem strengen Lehrer, der ja vorhin gemeint hatte, er will keine Frauen in seinem Unterricht aufnehmen. Ich denke, wenn wir Frauen nicht dazu ermutigen, Yoga zu praktizieren, werden die antiken indischen Traditionen aussterben, weil Männer keine vedischen Regeln und Anordnungen befolgen. Das werden alles Geschäftsmänner. Vedisch übrigens bedeutet aus den antiken Hindu-Schriften, also die vedischen Regeln, die nach diesen alten Schriften gelten. 1938 wurde ihr Mann nach China versetzt,
Und sie folgte ihm mit der Intention, die erste Yogaschule in Shanghai zu eröffnen. Mhm. Da hat aber erstens ihr Mann dann nicht mehr so glücklich mitgespielt und zweitens waren die Japaner nicht damit einverstanden, die die Stadt Shanghai seit 1936 besetzten. Indra war aber ein Sturkopf und hatte das Glück, dass sie die Frau des nationalistischen Anführers, die Frau namens Madame Chiang Kai-shek, kennenlernen konnte, die selbst eine Yoga-Enthusiastin war. In ihrem Zuhause konnte Indra also die erste Yogaschule Chinas eröffnen, die von russischen und amerikanischen SchülerInnen besucht wurde. Mhm. Zu dieser Zeit kristallisiert sich auch ein liebevoller Kosename für Indra, Mataji oder Mütterchen. Ah, die Indra nutzte die Technik ihres Lehrers, aber veränderte sie so, dass sie massentauglicher wurde und eine zugänglichere Art für Nicht-InderInnen war oder vielleicht sogar im Spezifischen für quote-unquote westliche Personen. Mhm. Echt? In China unterrichtete Indra außerdem eine Klasse in einem Gefängnis. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte sie nach Indien zurück und begann an ihrem ersten Buch zu schreiben. Yoga, the Art of Reaching Health and Happiness. Außerdem unterrichtete sie natürlich weiterhin. Einige Quellen geben an, dass sie die erste westliche Frau gewesen sei, die Yoga in Indien unterrichtet hatte. Also auch eine immense Ehre. Ja, wow. Dass sogar InderInnen sich von ihr unterrichten ließen. Ihr Ehemann Jan kehrte indessen in die Tschechoslowakei zurück. Wir erinnern uns, er war ja ein tschechoslowakischer Diplomat. Ja. Wo er 1946 starb. Als sie diese Nachricht erreicht, will sie noch mal kurz zurück nach China, um ihren ganzen Besitz zusammenzusammeln und dann Shanghai für immer zu verlassen. Zuerst waren es die russischen Kommunisten, jetzt sind es die Japaner, die sie zur Flucht drängen. Nur wohin? Indien oder Amerika? Na, geh auf. Laut dieser einen Quelle kauft sie sich Schifftickets für beide Ziele und entscheidet sich, das erste Schiff zu nehmen, das den Hafen verlässt. Ah ja. Und der Weg führt sie nach Amerika. Ah ja, das war ja Fahrt, wieder mal wohin zurückzukehren, wo man schon länger war. Ja, ja. Das ist was Neues denn. Sie ist ja schon viel herumgekommen jetzt. Aber ja, wirklich, ja. Sie krempelt jetzt ihr Leben nochmal komplett um und verreist nach Amerika, um neu anzufangen. Dort braucht sie ungefähr ein Jahr, um sich in Südkalifornien ein Yoga-Studio aufzubauen, das ziemlich schnell auch berühmte Gäste anzieht. Also sie ist dort in Hollywood und arbeitet mit Berühmtheiten wie Gloria Swanson, Robert Ryan, Greta Garbo, to name a few. Aha, super. Man sagt ihr auch heute nach, sie hätte Yoga in die USA gebracht. Stell dir vor, es wäre zuerst das Schiff nach Indien losgefahren. Dann wäre Yoga nie in Amerika angekommen. Also ganz kann man das so nicht sagen. Es gab in meiner Recherche auch andere Frauen, die wesentlich dazu beigetragen hatten, Yoga in Amerika beliebt zu machen. Aber sie gilt so ein bisschen als Wegweiserin. Man sagt zum Beispiel auch Marilyn Monroe nach, dass sie mit ihr Unterricht genommen haben soll. Sie hat auf jeden Fall anscheinend ein Buch von ihr besessen. Ja, sie hat ein Yoga-Studio in Hollywood. Außerdem begann sie eine enge Bekanntschaft mit Elizabeth Arden. Die sagt dir vielleicht auch was, oder? Ja, sag mal was, ja. Genau. So Kosmetik, oder? Ganz genau, eine berühmte Kosmetikerin, deren Parfums bei uns in jedem Bieber, DM und Müller im Regal stehen. Und Elizabeth Arden hatte auch so Spas, also so eine Art Thermen, in Arizona und in Maine, wo Indra Devi ihr Yoga unterrichten durfte. Auf die Frage hin, ob Indra eine fixe Anstellung dort haben möchte, von der Elizabeth Arden, war ihre Antwort ein vehementes Nein, denn sie wollte für niemanden arbeiten. Mhm. Also sie wollte nicht in einer Anstellung arbeiten. Ja, selbstständig bleiben. Genau. Zu dieser Zeit schreibt sie außerdem noch zwei Bücher, Forever Young, Forever Healthy und Renew Your Life by Practicing Yoga, welche beide zu Bestsellern in den USA wurden. Ja.
1953 heiratete Indra Devi erneut, und zwar den in Los Angeles lebenden Arzt Siegfried Knaur. Mhm. Mataji ist da 54 Jahre alt. Sie wird nun eine offizielle US-amerikanische Bürgerin und in einem Aufwischen ändert sie jetzt auch legal ihren Namen zu Indra Devi, der bislang im Pass ja noch nicht auftauchte. Mhm. Ein weiterer Vorteil ihres neuen Ehemanns war, dass er ihr ein Anwesen in Mexiko schenkte, wo sie auch ein Yoga-Studio eröffnete. Ach, cool, ja. Indra Devi ist zu einer Berühmtheit geworden. Sie tritt auch immer wieder im Fernsehen auf und spricht öffentlich über die Gesundheit von Yoga. 7 Jahre später verreist sie noch einmal, und zwar zurück nach Moskau, in die Sowjetunion. Dort ist Yoga noch illegal. Na, geh auf. Wahnsinn, ne? Doch sie trifft sich mit hochrangigen Offizieren und sie muss einen Eindruck hinterlassen haben, weil sie den Stein zur Legalisierung von Yoga ins Rollen bringt. Wahnsinn, okay, krass. Jedoch sprach sie, muss man dazu sagen, vorrangig von Hatha-Yoga, was sich für die Russen wohl mehr nach einem reinen Sport angehört hat und somit nichts allzu Schlimmes für sie war. Bekanntlich hatten die Probleme mit anderen religiösen und spirituellen Lebensphilosophien. Ja. Ende der 60er lernte sie Satya Sai Baba kennen. Und das ist jetzt ein bisschen ein weirderer Teil. Denn Sai Baba war ein Guru aus Indien, der fast sein ganzes Leben in seinen Ashrams lehrte. Einerseits hatte er eine Hilfsorganisation gegründet und hat eine Philosophie aufgebaut, die auf Nächstenliebe und Miteinander und ja, wir nehmen die Welt, wie sie ist, basieren soll. Andererseits hatte der schon ein paar Sektenführer-Vibes. Ja, die Leute glaubten, vor allem seine AnhängerInnen glaubten, dass er eine Art Magier oder Zauberer ist. Bisschen strange. Anyway, ja. Indra Devi taugt er halt. Sie steht ihm auch nahe und sie entwickelt einen neuen Yoga-Stil, den sie nach ihm benennt. Und zwar Sai Yoga. Das ist so eine Mischung aus den Ursprüngen von ihrem ersten Lehrer und seiner Bhakti-Yoga-Methode. Ende der 70er wird es extra cringy, weil ihm vorgeworfen wird, vor allem seine jungen männlichen Schüler / Anhänger sexuell zu belästigen und das als spirituelle Reinigung abzustempeln. Ja, okay. Ja, genau. Als Indra davon erfährt, findet sie das auch und grindig und furchtbar. Sie glaubt aber laut einer Journalistin in der Huffington Post, wo ich das gefunden habe, weiterhin daran, dass er wirklich ein Magier ist, dass er wirklich Magie in sich trägt. Mhm. Aber sie hört auf, seine Botschafterin sozusagen im Westen zu sein, ohne weitere Angabe von Gründen. Mhm. Zwischendrin hat sie übrigens ihr bekanntestes Buch nochmal herausgegeben, das zur Grundlage vieler Yogis wird. Yoga for Americans. Falls ihr Yoga-Praktizierende seid, dann könnte das sein, dass das bei euch im Haushalt irgendwo herumsteht, dieses Buch. 1977 stirbt auch ihr zweiter Mann. Ja, das Sigi. Genau, das Sigi. An einem Autounfall, woraufhin sie das Studio in Mexiko schließt. Mittlerweile kennst du ihre Tendenzen, also was macht sie? Sie packt ihre Koffer und zieht woanders hin, in ein anderes Land. Ganz genau. Sie verliebt sich in ein neues Land und zieht um, und zwar diesmal nach Argentinien, wo sie sich 1982 niederlässt. Ach schön. Mhm. Nach einem einzigen Fernsehauftritt im argentinischen Fernsehen wird sie dort auch noch berühmt und nutzt dieses Momentum und eröffnet nochmal 16 neue Yoga-Studios. Wow, 16 gleich. Ja, 16 gleich. Hat sich gedacht, wenn schon, denn schon. Ich werde dann immer jünger. Ich mache jetzt 16 Studios auf. Genau. In Lateinamerika ist Mataji Indra Devi nun sogar noch berühmter, als sie es in den USA und in Asien war. Also Wahnsinn, In Südamerika kennt man sie vielleicht sogar noch eher. Ich habe mir auch einen YouTube-Clip angeschaut von ihr. Ich
wo sie auf Spanisch redet und einer Fernsehmoderatorin erklärt, wie begeistert sie von Aloe Vera ist und wie sie sich ernährt. Das heißt, sie hat dann auch wirklich alle Sprachen gesprochen, ne, wo sie gelebt hat, oder? Mhm. Verrückt, wow. Oder? Ja. Ja, sie war auch sehr sprachtalentiert. 1988 gründet sie die Fundación Indra Devi, die heute noch existiert. Mataji praktiziert weiter anspruchsvolle Yoga-Posen, reist auch noch ein wenig, aber halt schon etwas langsamer. Es gibt auch noch eine große Geburtstagsfeier zum Millenniumswechsel, bis sie 2002 an einem Schlaganfall friedlich stirbt. Und Stephanie, wow, hat ihr Geburtsjahr noch im Hinterkopf und weiß, wie alt sie geworden ist. Ich glaube, ich werde nicht mehr. 2002 ist sie gestorben? Genau. Dann ist sie 103 geworden. Nicht ganz, 102 Jahre alt ist sie geworden. Also ist sie kurz vor ihrem 103. Genau, kurz vor ihrem 103. Genau, 102 ist sie geworden. Ja, cool, Wahnsinn. Na schau, da sieht man mal, wie gesund Yoga ist. Na, kannst du dir vorstellen. Es ist was dran, zumindest auch an dem Lebensstil, sich gut zu ernähren und viel Sport zu machen, würde ich mal sagen. Das kann man ja so stehen lassen. Und sie hat ja tatsächlich auch erst mit dem Yoga in ihren 30ern oder so angefangen. Ganz, ne? Genau. Nach der Hochzeit erst. Ganz genau. Also es ist auch nicht zu spät. Es ist nie zu spät zu beginnen. Das Lernen, das finde ich super. Ich bin jetzt am Ende ihrer Biografie angekommen. Und man kann ihr natürlich auch einiges an Kritik vorwerfen, angefangen davon, dass sie die Männer in ihrem Leben zu ihrem eigenen Vorteil genutzt hat, dass sie ihre adelig geborene Situation schamlos ausgenutzt hat vielleicht. Mhm. Auch, dass sie so ein ancient ritual, ein heiliges Konstrukt, ein Geheimnis in die Welt hinausgetragen hat, was man vielleicht irgendwie auch unter den Terminus Cultural Appropriation fallen lassen könnte, weil es ja heute sehr viele weiße Frauen gibt, die sich daran bedienen. Wobei ihr Yoga-Lehrer ja später mal gesagt hat, Frauen sollen das auf jeden Fall erlernen. Und auf der anderen Seite hat Yoga auch extrem vielen Menschen zu einer Verbesserung ihres Lebens verholfen. Und sie hat das Geld, das sie verdient hat, auch nicht sinnlos in den Sand gesetzt, sondern wollte halt auch so vielen Menschen wie möglich Yoga beibringen. Also sie hatte das Geld immer genutzt, um Yoga-Studios zu eröffnen. Sie hat sich als Frau gegen viele Männer durchgesetzt. Sie ist den Kommunisten zweimal davon gekommen. Sie hat in allen möglichen Kreisen verkehrt. Sie hat Englisch, Spanisch, Russisch, Französisch, Deutsch fließend gesprochen. Wow, ja. Sie hat in mindestens 7 verschiedenen Ländern gelebt und ist 102 geworden und bis zum Schluss aktiv geblieben. Also ich würde fast sagen, sie hat ihr Leben gelebt. Ja, das klingt auf jeden Fall so, ja. Ja. Na, ich finde es auch total faszinierend, dass sie einfach so bis ins hohe Alter sich immer wieder neu erfunden hat oder so flexibel geblieben ist, zu sagen, ach, ich ziehe einfach nochmal mit Mitte 80 auf einen anderen Kontinent. Ja, ja, voll. Ja, ich glaube, sie ist nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf flexibel geblieben, was ihr wahrscheinlich dazu verholfen hat, gesund alt zu werden. Und ja, und jetzt bin ich gespannt auf den zweiten Teil. Bitte, nicht schon wieder Feminismus. Wir haben Aufnahmeposition gewechselt. Wir sind ab jetzt im selben Raum. Juhu! Nach dieser Biografie werden wir uns in diesem Teil nun über Yoga unterhalten. Wir beginnen zuerst mit der eher negativen Seite des heutigen praktizierten Yogas und werden dann auch ein bisschen ins Erklären kommen und werden auch ein paar eher unschöne Seiten zeigen. Aber danach wird es eine kleine Überraschung für uns alle geben und darauf können wir uns schon jetzt freuen. Also bleibt dran. Haltet durch. Haltet durch und bleibt gespannt. Genau. Na, servus. Die Abgründe, die schlimmsten Täter des Yogas sind dann die Gurus, die sexuelle Übergriffe begehen. Yoga an sich bedeutet ja jetzt nicht, dass es irgendwie sektenmäßig aufgebaut ist, aber wenn Leute diese Macht, die sie da haben, missbrauchen oder die auch sich gezielt nehmen, dann ist es halt gefährlich und dann kommt es eben zu sehr, sehr schlimmen und unschönen Situationen in der Yoga-Community. Ja, also Machtmissbrauch ist leider
nirgendwo ausgeschlossen, nicht mal im Yoga. Wobei Yoga an sich ja eigentlich, und da kommen wir später auch nochmal darauf zurück, Gewalt vermeiden möchte. Also das Ziel eigentlich der Yogis, der Yoginis ist, ein möglichst gewaltfreies Leben zu haben. Wenn Gurus sich selbst als Gurus bezeichnen und glauben, sie möchten jetzt eben der Star werden und angehimmelt werden, anstatt dass das umgekehrt so gemacht wird, weil meistens sagen ja die Schüler, Schülerinnen, wir finden dich so toll, du bist ein Guru für uns. Da sind große Abgründe entstanden. Eine der Dokus, die wir hier erwähnen können, ist Unwell. Von der habe ich damals eben schon mal kurz gesprochen, weil ich finde, dass sie so einen kleinen Einblick auf die tantrische Yoga-Idee gibt. In diesem einen Retreat, das hier vorgestellt wird, in diesem Agama-Retreat, hat dieser Swami eben Yoni-Massagen angeboten. Das bedeutet, die Massage deiner Geschlechtsteile, der weiblichen Geschlechtsteile. Und die Interviewte, der das widerfahren ist, erzählt in dieser Doku, dass sie das Gefühl hatte, alle anderen Frauen, die das vor ihr gemacht haben, sind so empowered, so bestärkt rausgekommen. Für die war das was großartig, etwas, das dich noch mehr deinem göttlichen Selbst nahegebracht hat. Und sie wollte es aber eigentlich nicht wirklich und hat sich dann überzeugen lassen. Das Problem bei diesem und auch bei ähnlichen Gurus, die halt da sexuelle Missbräuche dann tätigen, ist halt auch immer die, dass sie dieses auch Gehirnwäsche und dieses Druckmittel einsetzen, so, ach, du musst das doch machen, du musst zu deiner Spiritualität finden, du musst über deine Grenzen gehen. Deine Kindheitstraumata so überwinden. Genau, du kannst nicht frigide sein und gleichzeitig Yoga praktizieren und du musst diese Bewusstseinserweiterung, diese Horizonterweiterung irgendwie mitmachen. Und so entsteht dann irgendwie so ein Druck, dass die Frauen, auch wenn sie es nicht wollen, dann trotzdem das Gefühl haben, aber ich muss das jetzt machen, weil ich will ja die Spiritualität erlangen und ich will auch dem Guru vertrauen und emotional aufmachen. Und diese Beziehung auch. Also man hat ja dann auch eine Beziehung zu dem Guru, auch wenn nur emotional ist. Ja. Und das ist halt auch dann, das ist halt auch eine Machtposition, weil zu dem blickt man auf und den will man auch nicht enttäuschen. Ne? Ja, es geht ja den Leuten auch darum, sich mehr aufzumachen, sich mehr zu öffnen, sich verletzbarer irgendwie auch zu machen und da einen vertrauten Raum auch zu kreieren. Und wenn du dann eben diesen Schutzraum einfach so voll brichst und voll ausnutzt, das kann halt richtig, ich wollte jetzt sagen, in die Hose gehen, aber das kann richtig tief gehen. Ja, das ist der falsche Begriff. Es ist eine Schlucht, die sich da auftut und das ist nicht so einfach, sich danach wieder in den Spiegel zu schauen. Ja. Ich habe da auch noch ein Zitat von Donna Fari. Das ist eine Yoga-Lehrerin, eine international Tätige, die sich auch schon seit langem für die Aufklärung in dieser Branche einsetzt. Und sie sagt, dass MeToo mit Verspätung in der Yoga-Welt angekommen ist. Und sie sagt, wir werden uns schämen, wenn wir auf diese Ära zurückblicken. Genauso wie die Zunft der Therapeuten sich an die 40er und 50er Jahre erinnert. Meine Fresse, die war aber mutig. Die andere Doku kennen wahrscheinlich auch schon viele, ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Da geht es um den Yogi Bikram, der sicherlich vielen ein Begriff ist. Über das Bikram-Yoga eben, das jahrelang noch Bikram-Yoga hieß. Mittlerweile heißt es ja nur noch Hot-Yoga. Es gibt aber noch immer, es gibt auch in Wien noch das Bikram-Studio. Also es heißt schon noch so, aber es haben sich viele inzwischen davon abgewandt und nennen es nicht mehr so. Aufgrund des Herrn Bikram. Bikram, genau. Mhm. Diese Doku, die angesprochene, ist auf Netflix zu sehen und heißt Bikram Yogi Guru Raubtier. Er kommt aus Indien, kommt in den 70er Jahren in die USA und erzählt von Anfang an irgendwie so fantastische Geschichten. Also er sagt, sein erster Schüler in Amerika war Elvis und sein zweiter war Nixon. Und Nixon hätte fast das Bein abgenommen werden müssen. Und dann hat Bikram ihn aber mit seiner Praxis davon geheilt und deshalb hat er ihm die Green Card geschenkt. Und solche Geschichten erzählt er halt, auch in Interviews und ganz offiziell. Und im Laufe der Zeit wird sich dann herausstellen, dass das alles auch einfach gar nicht stimmt.
Aber er redet davon, dass eben George Harrison, Shirley MacLaine, Barbara Streisand, Quincy Jones alle zu seinen Schülern gezählt haben. Kurz zu seiner Technik oder zu seiner Yoga-Richtung. Da geht es um 26 Haltungen, die bei jeder Praxis immer die gleichen sind. Es sind immer 26 Haltungen plus 2 Atemtechniken und das Ganze in einem 40 Grad heißen Raum. Man darf Bikram-Yoga nur unterrichten, wenn man bei ihm die LehrerInnen-Ausbildung macht. Und diese LehrerInnen-Ausbildung darf man inzwischen nur machen, wenn man von einem Bikram-Studio empfohlen wird. Dann darf man für $10,000 diese Ausbildung, diese 9-wöchige machen. Ja? 9 Wochen, $10,000. $10,000, aber man muss empfohlen Gseuzen. Werden. Das ist gseuzen. Ja? Seine Rechtsberaterin hat gemeint, sie hat halt auch Ausbildungscamps gesehen, wo über 500 Leute gleichzeitig teilgenommen haben. Das kannst du dir ausrechnen, wenn jeder $10,000 gezahlt hat, was dabei irgendwie am Ende rausgekommen ist. Holy ja? moly. Na, servus. Es beginnt dann aber irgendwann, dass er einfach auch so einen Größenwahn entwickelt. Und es beginnt dann eben auch so in den 10er-Jahren, oder zumindest die Fälle, von denen wir heute wissen, das sind alles Fälle aus den 0er- und 10er-Jahren, dass er Frauen zu sich ins Büro holt, dass er die unter Druck setzt, dass er sich an denen während der Praxis reibt. Und das ist halt, man muss halt dazu immer sich denken, dass diese Leute, die sind da in einer 9-wöchigen Yoga-Ausbildung. Das heißt, die sind erstens körperlich sehr erschöpft, weil dieses Yoga wahnsinnig anstrengend ist. Die hungern auch die ganze Zeit und die leiden unter Schlafmangel. Das heißt, die sind auch emotional viel angreifbarer. Das, also unter normalen Umständen würdest du wahrscheinlich viel schneller sagen, Stopp, hier ist meine Grenze, beziehungsweise es haben auch viele Frauen gesagt, Stopp, hier sind meine Grenzen, aber er ist darüber hinweggegangen. Ne? Und es kam halt auch wirklich zu Vergewaltigungen. Dann möchte ich noch kurz über einen Spiegelartikel zu sprechen kommen, der nämlich gleich eine ziemlich arge Headline hat. Nazis, Sexismus, kulturelle Aneignung, die ja. problematischen Seiten vom Yoga. Ja, ich möchte das einfach mal kurz vorlesen. Weil ich glaube, ich kann das nicht besser wiedergeben. Wenn das so stimmt, wie es hier im Artikel steht. Auch die Nationalsozialisten legten Yoga für sich aus. Heinrich Himmler interpretierte die hinduistische Bibel Bhagavad Gita als das geheime Wissen der Arier. Es heißt, dass Himmler Yoga machte, um seine Bauchschmerzen zu lindern. Aus einem Text über das Yoga der Erkenntnis soll er außerdem die Notwendigkeit interpretiert haben, mit innerer Gelassenheit zu töten und so seine Taten zu rechtfertigen. Ja, Wahnsinn. Ich habe es auch nicht org, gewusst, oder? Aber ich finde es auch org, ja. Aber gut, es macht irgendwie Sinn, weil das Hakenkreuz, die Swastika, haben sie sich ja auch angeeignet aus dem indischen Raum. Mhm. Ja, ja. Und auch, also eben, wenn er auch gesagt hat, das geheime Wissen der Arier und dieses Zeichen, also das ist schon so... Ja, wo sie sich einfach bedient haben. Ja, die haben sich überall bedient. Sich überall bedient, ja. Der dritte Teil, den sie da eben ansprechen, ist, dass Yoga eben auch sexistische Züge hat. Wie wir vorhin schon gehört haben, war Yoga ja ursprünglich ein Wissen, das an junge indische Männer weitergegeben wurde. Und es ging in der Yoga-Praxis um Entspannung, Dehnung, Achtsamkeit. Und das sind alles aber Attribute, die nicht zu so einer männlich gelesenen Sportart passten. Mhm. Und deswegen sind die ganzen männlichen Gurus, die nach Europa gepilgert sind, haben natürlich ein ganz anderes Klientel gefunden und vor allem halt weiße, heterosexuelle Hausfrauen gefunden, die dann die Klassen gefüllt hatten. Mittlerweile hat sich das schon ein bisschen geändert. Die Yoga-Klassen sind schon so ein bisschen, also sie nähern sich etwas dem 50-50, aber die Gurus sind doch vorrangig männlich und auch vorrangig deshalb Gurus, weil sie sich selbst Gurus nennen und nicht, weil sie von ihren SchülerInnen zum Guru gemacht werden. Zum Begriff Guru steht auch noch mal kurz was drinnen in diesem Artikel. Guru ist Sanskrit und bedeutet frei übersetzt das Erleuchtungsprinzip. Ein Guru kann also alles sein, wie ein Ort, eine Musik, eine Übung. Und viele verstehen das aber fälschlicherweise mit einem alten weißen Mann mit Bart. Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken? Ihr habt es geschafft. Danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das waren jetzt die Schattenseiten. Das war der bittere Teil. Aber jetzt haben wir nur noch Sonne vor uns. Ich verspreche es euch. Jetzt kommt die Überraschung. Jetzt kommt die Überraschung. Und ich freue mich so wahnsinnig, denn eine Yoga-Lehrerin hat sich bereit erklärt,
hier an diesem Podcast teilzunehmen und uns ein bisschen was über Yoga zu erklären. Ich würde sagen, magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen? Hallo, ich bin Sophie, ich bin die Schwester von der Vero. An dieser Stelle vielen lieben Dank für die Einladung in den Podcast. Und ja, ich unterrichte seit 2 Jahren in Australien Yoga. Ja, die Sophie ist da. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wahnsinnig. Beide Schwarzschwestern hier auf einen Haufen zusammengewürfelt. Ich freue mich sehr, dass du da bist und vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, wie du denn zum Yoga gekommen bist und was dein Zugang dazu ist. Yoga hat mich vor circa 6 Jahren gefunden. Es hat eigentlich angefangen mit einem Neujahrsvorsatz, weil ich mir vorgenommen habe, so, ich mache jetzt irgendwas jeden Tag, einen Monat lang, weil mir die Disziplin irgendwie immer so gefehlt hat. Oder mir kam immer vor, ich bin kein disziplinierter Mensch und ich möchte irgendwas mal durchziehen. Und habe dann auf YouTube so eine Challenge gefunden, die eben hieß 30 Tage lang Yoga. Und in meinem Kopf war Yoga einfach immer so ein bisschen dehnen, ein bisschen stretchen. Das hatte irgendwas was Relaxes. Und habe mir gedacht, okay, das kann ich durchziehen, das wird ja wohl gehen. Und bin dann in diesen 30 Tagen draufgekommen, dass das ja viel, 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 viel mehr ist als nur dehnen. Und dass das ganz schön in den Körper geht und dass das halt auch irgendwas mit deinem Kopf so ein bisschen macht. Und nach diesen 30 Tagen wollte ich nicht aufhören. Ich würde jetzt sagen, fast jeden Tag ist es auf jeden Fall in meiner Routine seit 6 Jahren. Yoga für mich ist mittlerweile auch nicht mehr nur rein körperlich, sondern auch eine Lebenseinstellung. Und also wenn ich es jetzt rein als Lebenseinstellung sehe, würde ich sagen, das ist täglich im Gebrauch. Aber so generell die Asanas, also die körperlichen Bewegungen, die man vor allem in Yoga-Studios oder auf YouTube oder wo auch immer sieht, nicht täglich, aber fast täglich. Sophie, du bist ja hier unsere Yoga-Expertin und wir freuen uns auf jeden Fall, dich hier dabei zu haben. Ich mag da jetzt auch irgendwie gleich dazu sagen, dass ich natürlich lang nicht so viel weiß wie andere. Und ich bin zwar Yoga-Lehrer, ich mache da jetzt so Anführungszeichen, das sieht man nicht im Podcast, aber vor allem bin ich Schüler. Also ich merke schon, ich kann gewisse Sachen weitergeben, aber in Wirklichkeit bin ich selbst dauernd einfach noch am Lernen. Also ich möchte eben dazu sagen, auch wenn ich mich täglich damit beschäftige, es ist natürlich, das ist auch alles nur so ein, keine Ahnung, ein Tausendstel von was Yoga eigentlich wirklich ist und wie viel das bedeutet und wie jeder auch so ein bisschen dazu steht. Vielleicht könntest du uns, die wir wenig oder selten oder gar nicht Yoga praktizieren und uns alle nicht so gut auskennen, mal erklären, was es denn da prinzipiell für Begriffe gibt und für unterschiedliche Richtungen, Strömungen und wie das funktioniert. Wenn man in ein Yoga-Studio gehen möchte und das mal ausprobieren mag, dann hört man wahrscheinlich einen von 3 Begriffen auf jeden Fall, und zwar Vinyasa, Hatha oder Yin. Und zwar sind das eigentlich alles Arten von Hatha Yoga. Also Hatha Yoga ist so ein bisschen die Mama von Vinyasa und Yin. Also das ist praktisch dieser Bewegungsablauf von Asanas, also von diesen Postures, die man macht in einem Yoga-Studio auf deiner Yogamatte oder Teppich oder wo auch immer. Und beim Hatha-Yoga ist es so, dass meistens ein Pranayama, also eine Atemtechnik, dabei ist. Da gibt es natürlich auch tausende verschiedene Atemtechniken, aber meistens ist es eine von 5, die halt oft benutzt wird. Dann kommt eine Abfolge von Asanas, also diesen körperlichen Stellungen, und dann kommt eine Schlussmeditation. Und bei Hatha Yoga ist es eben so, dass alle diese körperlichen Stellungen relativ lang gehalten werden. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du machst einen Baum, das kennt wahrscheinlich jeder, also dieses auf einem Bein stehen, dann macht man das zum Beispiel im Hatha Yoga. Das ist das Asana, das ist jetzt die Stellung, dieser Baum. Da atmest du, du konzentrierst wirklich die Energie dieser Stellung, wie fühlt sich das an, wie atmet man korrekt, was macht man da im Körper wirklich korrekt. Dann ist kurz Pause und dann kommt die nächste Stellung, zum Beispiel der Krieger 2 oder was auch immer als nächstes dann kommt. Also das ist bei Hatha eben so, dass es genau, also es kann auch anstrengend werden natürlich, weil wenn du zum Beispiel jetzt lange auf einem Bein stehst, dann ist das natürlich für die Muskeln auch anstrengend. Also Hatha-Yoga kann schon auch anstrengend sein, aber das ist eigentlich eher langsamer aufgebaut.
Und wenn man zum Beispiel jetzt zum Vinyasa-Yoga geht, das ist eigentlich eine viel schnellere Abfolge dieser Bewegungen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte vom Baum zum Krieger 2, dann ist es eigentlich so einatmen, der Baum, ausatmen, Krieger 2. Also das ist, geht halt dann recht rucki-zucki und die Bewegungen sollen fließen, also von einer Pose in die nächste fließen durch die Atmung. So funktioniert Vinyasa. In diesen Studios, denen ich bis jetzt war, in Wien zum Beispiel, ist es eigentlich immer so, dass die Vinyasa-Klasse relativ unter Anführungszeichen anstrengend ist, aber nur weil sie halt auch einfach schneller ist. Da geht es halt wirklich meistens zügig durch. Einatmen, ausatmen und du machst halt immer irgendwas anderes in diesem Fluss. Und das Schöne bei diesem Vinyasa ist, dass es halt, es ist ein bisschen meditativ im Sinne von, du bewegst dich dauernd und Hatha ist in diesem Sinne meditativ, weil du dich wirklich fokussieren kannst auf die eine Stellung. Also das ist so der grobe Unterschied zwischen Hatha und Vinyasa. Yin-Yoga ist dann das dritte, was man im Moment gerade ganz oft sieht. Das ist eigentlich auch eine Kombination von Hatha-Yoga-Stellungen, also von diesen Asanas, die meistens aber eher am Boden sind, dehnen, aufmachen, stretchen, hat aber auch was mit traditioneller chinesischer Medizin zu tun und Mindfulness, also dieses Achtsamkeitsprinzip. Das Ziel ist, dass du nicht nur die Muskeln dehnst, sondern wirklich in die Fascia, also in das Bindegewebe kommst, um dich zu dehnen. Also das sind eigentlich so die drei verschiedenen Begriffe, die man oft hört. Das, was wir im Studio sehen, sind, ich sage jetzt leider dazu, immer nur diese körperlichen Stellungen, die Asanas, weil Yoga ist eigentlich viel, viel mehr als nur die Bewegungen und die Stellungen, die man sonst so sieht. Wir haben ja vorhin mehrmals erwähnt, dass Yoga oft mehr eine Lebensphilosophie, etwas Ganzheitliches ist, als nur der Bewegungsapparat, die Bewegungsabläufe. Spiritualität ist natürlich wieder eine andere große Sache und dann gibt es wieder dieses New Age Spirituality und was passt da jetzt wo rein, aber im Prinzip ist Yoga eigentlich wirklich für jeden, egal wie man sich identifiziert, an was man glaubt. Yoga ist eigentlich nur die Kontrolle der eigenen Gedanken und des Körpers. In den Yoga Sutras von Patanjali steht zum Beispiel drinnen, Yoga is the ability to direct the mind without distraction. Und für dich jetzt ganz persönlich, was bedeutet Yoga für dich und deinen Alltag? Für mich bedeutet Yoga so zu leben, dass du mit dir im Einklang bist. Ich glaube, das ist die schnellste Variante, wie ich das am besten erzählen kann. Ich könnte ewig lang drüber diskutieren und quasseln. Das Tolle an Yoga ist, es nimmt dich so, wie du bist, in hier und jetzt. Egal, wie du gestern warst, egal, wie du gern sein möchtest. Yoga bringt dich immer wieder zurück in hier und jetzt und nicht irgendwann anders. Es ist halt ein riesen Schirm und es fällt so viel drunter. Aber im Prinzip ist Yoga einfach wirklich diese Verbindung von Körper und Atem und Geist und mit dir selbst und all diesen Sachen im Einklang zu sein. Yoga, das Wort generell, ist ja auch Sanskrit und bedeutet eigentlich auch Union, also halt irgendwas zu verbinden, beziehungsweise Veränderung. Irgendwas verändert sich immer. Nachdem du Yoga gemacht hast, hat sich irgendwas verändert. Und je nachdem, was man gemacht hat, vielleicht fühlt sich der Körper anders an, vielleicht die Gedanken, vielleicht der Atem, vielleicht ganz was anderes. Aber es ist immer dieses, man will sich irgendwie bessern. Stefanie und ich haben auch vor kurzem einen Podcast gehört, der sich mit dem Thema Meditation auseinandergesetzt hat. Es gibt eben auch für und wider bei Meditation, aber eigentlich zu 90% für. Also die meisten sind sehr zufrieden danach und den meisten hilft es auch. Du meditierst ja auch. Ich frage dich jetzt einfach mal ganz groß, wie oft meditierst du selbst und was für einen Unterschied würdest du sagen, spürst du dabei? Ich meditiere auch fast täglich. Meditation ist auch wieder so ein großes Wort, weil Meditation kann natürlich alles sein. Das kann sein, dass du am Boden im Schneidersitz sitzt und die Augen schließt und wegchillst hier für eine halbe Stunde. Oder Meditation kann ja auch Spazierengehen sein oder alles Mögliche, was dich zum Fokus bringt, wo du andere Gedanken ausschalten kannst und dich wirklich nur auf eine Sache konzentrierst, wie zum Beispiel bei der Meditation ganz oft gemacht wird. Man konzentriert sich nur auf den Atem. Also echt zu verfolgen,
wie fühlt sich das an? Ich atme ein, ich atme aus. Ich atme ein, ich atme aus. Also es ist halt wirklich diese Technik, sich auf ein Ding zu fokussieren und alles andere auszuschalten. Also ich finde, nach dem Meditieren fühlt man sich auf jeden Fall viel mehr eins mit dir selbst. Also ich habe immer dieses Gefühl von, da ist irgendwie so viel Dankbarkeit da danach oder Klarheit oder ja, es ist richtig schwierig zu erzählen. Es macht einfach was mit einem. Wir haben uns ja vorher auch so ein bisschen über die Schattenseiten des Yogas auch unterhalten, unter anderem halt eben auch über Bikram und seine Schule. Ich muss sagen, ich kenne mich jetzt nicht super gut aus mit Bikram-Yoga. Also ich weiß halt ungefähr davon. Man darf es ja eigentlich auch gar nicht mehr so nennen. Also mittlerweile gibt es eben dieses Hot-Yoga. Das ist eben abgeleitet irgendwie so ein bisschen von Bikram-Yoga. Ich halte jetzt nicht unbedingt viel davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so ein Hot-Yoga-Fan. Und zwar nur deswegen, weil, ich meine, die Dokumentation von Herrn Bikram auf Netflix kann sich ja eh jeder anschauen. Und dann wissen alle, woran sie stehen bei diesem Herrn. Aber das Prinzip, Yoga in so einer heißen Umgebung zu machen, ist für mich einfach so unlogisch. Vor allem für Beginner, weil du, na klar, spürst du eine größere Dehnung, wenn alles schon warm ist. Aber hast natürlich auch ein größeres Gefahrenprinzip eigentlich dadurch. Weil wenn du dich noch nicht so gut auskennst mit deinem Körper und als Beginner lernst du eben erst reinzuspüren, hey, wo sind meine Grenzen, was kann ich nicht. Und wenn du das noch nicht weißt und dann gehst du in ein Hot-Yoga-Studio und es ist eh schon so heiß und du kannst alles dehnen, hast du natürlich viel mehr Risiko, dass du dich überdehnst, dass irgendwas streikt, dass irgendwas wehtut. Aber es fühlt sich natürlich so gut an, weil du alles rausschwitzt. Aber das hat dann nichts damit zu tun, dass du diese Asanas machst, sondern einfach, weil es so heiß ist in diesem Raum. Unlogisch. Aber es fühlt sich schon gut an. Also ich war 2-3 Mal in einer so eine Hot-Yoga-Klasse, weil mich eine Freundin von mir, die war so begeistert davon und die hat mich mitgenommen. Man fühlt sich gut nachher, aber nicht, weil du jetzt irgendwelche bestimmten Bewegungen gemacht hast, sondern weil es sich anfühlt wie eine Sauna und ich gehe auch sehr gerne in eine Sauna. Aber dieses Yoga-Gefühl von, ich habe jetzt eine Klasse gemacht und ich habe mich zentriert und irgendwas hat sich verändert bei mir, das finde ich, habe ich eigentlich eher in einer Klasse, die nicht geheizt ist. Aber wie gesagt, das sind wieder meine Präferenzen und meine eigene Welt. Also wenn jemanden das voll taugt und das wollen sie haben an einer Yoga-Klasse, dann bitte gerne, aber aufpassen beim Dehnen und bitte nicht überdehnen und bitte nicht den Körper irgendwie was zutrauen, was er ohne Hitze vielleicht nicht könnte. Gibt es jetzt noch andere Sachen, die man aus deiner Sicht her wissen sollte oder wissen muss, wenn man anfängt mit Yoga oder sich mit Yoga zu beschäftigen? Ja, was es sonst noch zu sagen gibt, ist auch, dass Yoga nicht von dir verlangt, dass du irgendwie einen gewissen Lebensstil hast, wenn du es anfängst. Also, wenn ich mit jemandem rede und ich sage, ich bin Yogalehrer, dann kommt als erstens immer eine so eine Antwort von, ah, ja, das habe ich probiert, aber ich bin nicht flexibel. Und oder ich bin zu schlecht im Dehnen. Und dann denke ich mir so, ja, und genau deswegen machst du es ja. Also es ist nicht so, dass du ein gewisses Level mitbringen musst, sondern du machst es, um beweglicher zu werden. Und nicht nur körperlicher beweglicher, sondern eben auch im Herzen, im Kopf, in Body, Mind, Spirit. Also das stimmt schon, du wirst einfach überall ein bisschen beweglicher, unter Anführungszeichen, und offener. Genau, also zu sagen, ich gehe nicht in eine Yoga-Klasse, weil ich nicht flexibel bin, für mich klingt das dann so wie, ich gehe nicht duschen, weil ich bin schmutzig. Das macht einfach keinen Sinn für mich. Und was eben noch so ein Klassiker ist, dass man zum Beispiel sagt, ah, ich gehe nicht Yoga, ich bin ja gar kein Vegetarier oder ich bin nicht vegan. Das kann ich nicht, weil ich esse so gern Fleisch. Das kann ich nicht, weil ich rauche. Das kann ich nicht, weil. Also man findet da immer so viele Gründe, warum man es nicht macht. Dabei verlangt Yoga von einem genau gar nichts. Yoga ist eigentlich so gemacht, dass es dir helfen soll, bei was auch immer du gerne möchtest. Aber wenn es gegen deine persönliche Ethik spricht oder gegen irgendwas, was dir wichtig ist, spricht, dann ist es eh nicht für dich. Also dieses Typische, was ich zum Beispiel in einer Yoga-Klasse immer sehr gerne sage, ist take what serves you and leave what doesn't. Also nimm dir nur das, was sich gut anfühlt bei dir und das, was sich nicht gut anfühlt, das machst du nicht. Also da gibt es einfach keinen Zwang, weil Yoga dich als Individuum komplett so akzeptierst, wie du bist. Und wenn du halt öfter Yoga praktizierst und
dann irgendwann mal dir denkst, hey, eigentlich fühle ich mich viel besser, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, weniger Fleisch esse oder dadurch, dass du öfter Yoga praktizierst, wird der Lifestyle dann anders, weil du dir Gedanken machst oder keine Ahnung. Also das kommt eher durchs Praktizieren, aber es ist nie ein Muss. Also es gibt genug Lehrer, ich esse auch Fleisch, obwohl ich seit 2 Jahren Yoga unterrichte. Also das ist überhaupt kein Thema, sondern ich höre genau auf meinen Körper und was ich brauche. Aber es sind halt auch diese Gedanken dahinter, die zählen. Also dieses, klar, ich will keinem Tier wehtun, also Ahimsa oder auch dieses Gewaltlose, das Yoga auch so ein bisschen an sich hat. Deswegen sind ja viele vegetarisch oder vegan, die Yoga praktizieren, weil eben in diesen Yoga-Sutras auch drinnen steht, das Gewaltlose ist das Ziel, also halt keine Gewalt auszuüben. Aber das kommt natürlich eben auch auf diese Sichtweise an, ja, also es kann natürlich auch einen Veganer geben und da der Yoga praktiziert und sagt, er lebt so gewaltlos und in Wirklichkeit sagt er sich selbst lauter gewaltsame Gedanken. Also das fängt eben im Kopf schon an, die Gedanken, die du hast, die dir gegenüber vielleicht gewaltsam sind oder die Worte, die du sprichst, die vielleicht nicht ganz so nett sind oder was du fühlst. Also Yoga hat so viele verschiedene Level und je nachdem, wo in deinem Leben du gerade stehst, gehst du mal, keine Ahnung, auf Level 2, dann vielleicht auf minus 5, dann auf 70. Also das darf sich verändern und dafür ist immer Platz. Ja, liebe Sophie, ich freue mich extrem, dass du deine Podcast-Premiere quasi so erlebst. Und habe mir gedacht, vielleicht möchtest du für unsere ZuhörerInnen noch irgendwas Bestimmtes mitgeben vom Yoga. Irgendetwas, das sie vielleicht sogar aktiv machen können. Irgendetwas, was du ihnen vielleicht schenken möchtest. Wenn ich jemandem was mitgeben könnte vom Yoga, ist es einfach zu atmen. Einfach sich Zeit nehmen, egal wann, egal wo. Vor allem in der Natur, finde ich, geht das richtig, richtig super gut. Dass du dich einfach mal hinstellst und sagst, so, ich schließe jetzt kurz meine Augen und ich höre mal einfach, was ich gerade hören kann und was ich gerade riechen kann. Und mach 3 tiefe Atemzüge. Also einatmen durch die Nase, aus durch den Mund. Dann machst du das 3-mal, hörst und riechst und fühlst, machst die Augen wieder auf und dann geht's schon wieder weiter. Also das kostet dir keine 2 Minuten und hat aber einen super Impact of your day. Also ich finde auch immer, wenn du so kurze Pausen machst und eigentlich sagst, ich mag jetzt mal wirklich tief durchatmen oder ich rieche jetzt mal, wie es hier riecht oder ich fühle gerade, wie sich das anfühlt, du merkst dir solche Sachen dann auch viel mehr. Wenn es nur ein Atemzug ist, an den du dich erinnerst, weil du genau weißt, da habe ich tief durchgeatmet und da habe ich einen Vogel fliegen sehen, dann warst du in diesem Moment wirklich da, im Hier und Jetzt. Das würde ich gerne, dass Menschen einfach öfter machen, dass sie sagen, so, ich nehme jetzt kurz eine Minute zum Atmen und zum Schauen und Fühlen und einfach nur im Hier zu sein. Und dann geht es eh wieder weiter mit dem normalen Leben. Ja, super. Voll cool. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du mit uns darüber geplaudert hast. Ja. Ja, bitte gerne. Freut mich voll, dass ich dabei sein durfte. Danke, Sophie. Ich hab dich so lieb. Bussi, Baba. Wir verabschieden uns jetzt mal von dir und wünschen dir alles Gute und schöne Yoga-Praxen in Zukunft und tolle Meditationserfahrungen. Und wir freuen uns, wenn du vielleicht irgendwann mal zu einem anderen Thema oder zu einem ähnlichen Thema wieder zu uns kommst. Dann sind auch wir so weit, dass wir uns eigentlich schon verabschieden. Genau, jetzt können wir uns noch verabschieden. Wir haben Bussi noch eine. Baba. Oh, ältere Schwestern sind echt so pain in the ass. Das ist vielleicht ein Frauenzimmer. Weiterhin könnt ihr uns natürlich unterstützen, indem ihr unserem Instagram-Kanal folgt, indem ihr unsere YouTube-Videos teilt, indem ihr uns abonniert, indem ihr uns folgt, indem ihr uns auch gut bewertet auf der Plattform eures Vertrauens, also auf Spotify oder Apple Podcast. Überall gibt es jetzt die Möglichkeit, 5 Sterne zu vergeben. 5 Sterne zu vergeben, Podcast auch zu bewerten. Da freuen wir uns auch wahnsinnig. Mhm. Hilft uns sehr viel weiter. Wenn ihr ansonsten Feedback oder Fragen habt oder Themenideen, dann könnt ihr uns per Mail erreichen unter info@vibesbilder-podcast.com.
ja, war eine richtig geile Folge. Ich bin super happy. Ja, war eine super Biografie. Auch danke dir, dass du dieses tolle Vibesbild rausgesucht hast. Ja, gerne. Da hat natürlich meine Schwester Teilschuld daran. Also danke nochmal an die Sophie. Und ja, ich habe noch eine Nummer für die Bitches and Queens Playlist. Ja, ja. Ich habe mir gedacht, weil ich während der Biografie so stark dran gedacht habe an dieses Lied und weil meine Schwester ja auch ein Mulan-Fan ist. Ja, stell, wieder erwähnt, stimmt, ja. Genau, stelle ich den Song von, ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt, aber da, wo sie eben motiviert werden, jeder wird hier zum Mann, du weißt schon. Ja, ein Disney-Song fehlt auch noch auf der Bitches and Queens Playlist. Richtig, genau, genau. Die ist ja sonst schon sehr bunt, aber das... Was zum Mitträllern. Sehr schön. So ist es. Genau, genau. Genau, genau. Und ich glaube, wir machen jetzt eine Runde Yoga, oder? Wenn irgendwie möglich. Ja, wir rollen jetzt die Matten aus. Wir nutzen das noch aus, dass die Sophie gerade nicht in Australien ist, sondern hier in Österreich. Richtig. Und lassen es uns gut gehen. Und ich hoffe, ihr tut das auch. Also, alle Bitches und Queens da draußen, lasst es euch gut gehen. One, two, three, jump!